Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen heute Palindrom-Syndrom. Das ist im Oktober 2020 auf Steam erschienen und ist von dem Softwarehersteller MC2 Games. So, lass uns mal probieren. Ich habe schon mal ein bisschen herumprobiert, wie es funktioniert. Und ja, ist ganz cool. Ja, aber wir starten ein neues Spiel. So, wird geladen. Oh, my head. Where am I? I don't remember anything. Okay, wir sind in einer Art Raumstation. Wir sind in einer Art Kryokammer. Nee, irgendwie sowas. Lass mal gucken. Ja, okay. Tiefschlaf. Lalalala. Hier ist noch eine Kapsel. Aber da kommen wir nicht dran. So, lass uns erstmal umsehen. Könnte das tatsächlich so eine Art Raumstation sein, ne? Okay, dann lass uns doch mal gucken. Hier kommen wir schon dran. Erstmal die Gegend erkundschaften, ne? Okay, ein Puzzle, ein Schloss. 42 plus minus plus 11. 3153. 42. Oh ja, genau. 42 minus 11 ist 31. 42 plus 11 ist 53. Mal gucken, ob das hier auch der Fall ist. Plus minus, genau. Erst minus, das ist 20. Und 35 plus 12 ist 50. Ja, das Muster scheint sich zu wiederholen. Also 26 minus 14 ist 12. 26 plus 14 ist 50. 40. Oh, ups, stimmt, ist 40. Lalala, fängt gut an, ne? Okay, so. Hier bekommen wir ein Zettelchen. Neu im Inventar, Papier mit Pfeilen. Das ist cool. Okay, lass mal gucken. Inventar mit I. Jawohl, so können wir es aufrufen. Das ist prima. Nun denn, was haben wir denn hier weiter? Das da ist ein Rätsel. Nichts für. Da ist auch noch was. Okay, das scheint ein Zahnrad zu fehlen. Okay, hier drüben Schalter. Die Tür, können wir die schon öffnen? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann probieren wir es mal hier. So, Inventar. Oh, warte mal. Nee, ich muss erst Inventar. So, 3 oben, einer unten, 2 unten, das wird immer weitergeführt, ne? Einer nach oben und von rechts beginnend nach unten. Okay, das ist einfach, das kriege ich hin. So, einer nach unten, 2 nach unten, 3 nach unten, alle 4 nach unten müsste kommen. Jupp. Der Eindruck einer Station härtet sich. Was haben wir hier? Neu im Inventar, eine rote Schraube. Cool. So, rote Schraube, die gehörte doch zu dem Rätsel auf der anderen Seite. Hier. Ja, genau. So, dann lass mal gucken. Geh ran. Ah ja, und jetzt ist die rote Schraube dort, dort ergänzt worden. Okay, brauchen wir uns nicht selbst drum kümmern. Okay, 7, 5, 6, 4, 7, 3. Theorie. Theorie, die roten Knöpfe bedeuten 2, stehen für die Zahl 2, die blauen Knöpfe für die Zahl 1. Das heißt, hier bei 7 müsste, 7 musste also noch einer hinkommen, dann ist das 2, 4, 6, 7, ne? Und genauso hier, 7, da fehlen dann noch 2 rote Knöpfe. So, 8 müsste aus 4 roten Knöpfen bestehen. 4 passt mit einem blauen Knopf, dann sind das 4, wenn blau die 1 ist, ne? Und 5, ein 2er und die 1er. Yay! Scheint zu funktionieren, yo. Kommen wir da eigentlich nochmal ran in das Rätsel? Ja, bringt aber nichts. Okay, gut. Na schön.
So, was haben wir hier? Yay, ein gelbes Zahnrad. Oh, wir können die Zahnrad drehen. Das ist cool, aber irgendwie nicht nötig. Naja, schön. So, dann lass mal gucken. Was haben wir denn hier? Da ist das Zahnrad ergänzt worden. Lass mich raten. Eine Strecke bilden. So, die gelben passen daran und das passt hier auch ganz gut. Passt das auch? Passt auch. Passt auch. So, müssen denn alle verwendet werden? Vermutlich, ne? Den stecken wir mal da dran. Dann sollte das hier schon passen, ne? Mit den kleinen. Nee, noch nicht ganz. Der blaue dahin kommt. Oh, und dann der, genau, und dann der dorthin. Congratulations. At least your brain is not damaged. Go ahead. There's still a while until we meet. Wer ist da? Wer ist das? Okay, hier sind wir fertig, ne? Lass mal hier hinten noch mal gucken. Hier ist aber nix. Okay, gut. Boah, dann gehen wir da mal durch. Wer ist das? Kryogenik. Ja, tatsächlich. Wir waren hier eingefroren. Für wie lange oder warum? Das bleibt offen. So. Mal gucken, was haben wir denn hier? Infirmary. Infirmary, okay. Da ist offen. Ich gehe erstmal hier gucken. Oh, Break Room. Und Quartiere. Sehr gut. Kommen wir aber überall nicht rein, ne? Na gut. Dann wandern wir doch mal hier hin. Was ist das hier? Biolaboratory Caution. Oh, okay. Biosafety Levels. Blau, Grün, Orange, Rot. Blau, Grün, Orange, Rot. Hat bestimmt irgendwas zu sagen. Und da tropft auch schon ein bisschen Rost runter. Sehr gut, das freut mich ne, Biohazard-Büro immer, in einem Labor immer zu sehen. Das ist super. Das finde ich gut. Hier haben wir irgendwelche Dinge. Was sind das? Anzeigen oder was? Keine Ahnung. Hier, ach ja, wie war das noch? Warte. Blau, Grün, Orange, Rot. So. Ja, genau. Blau, Grün, Orange, Rot. Jo. Authorized Personnel only. Use code to access. Hier braucht es noch einen Code. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine Schaltfläche nur bis 8. Nicht bis Level 4 Access. Nicht bis. Nicht bis 9. Okay, ob das was zu bedeuten hat. Drüben sehe ich Schalter. Schalter, die man umswitchen kann. Ja, keine Ahnung. Oh, warte mal. Hat das was hiermit zu tun? Da war gerade eine komische Störung. Ist hier irgendwas? Oh. Oh je, das kann ja noch lustig weitergehen. Warte mal, ich würde das gerne erstmal ausprobieren. Rechts und nur zwei nach links, die beiden äußeren nach links. So, also die alle rechts. Yay! Und da ist das hier aufgegangen. Cool. Müsste hier nicht alles lupenrein sein, wenn das hier eine Bioanlage ist? Naja, so, was haben wir denn hier? Ich habe merkwürdiges Verhalten der Krankheit entdeckt. In der ersten Phase kann beobachtet werden, dass die betroffenen Zellen einen starken Anstieg von P4C10 aufweisen, der eine Kettenreaktion von C4O2, dann O3P4 und schließlich N4O2 auslösen. Interessant ist, dass sobald diese Reaktion eingetreten ist, die gleiche Reaktion in einer zweiten Phase in umgekehrter Reihenfolge erneut auftreten, weshalb ich mich entschlossen habe, diese Krankheit Palindrom-Syndrom zu nennen. Das ist cool. Das ist faszinierend. Okay, Palindrom-Syndrom. Kidney Sample. I, ist das das, was ich denke? Nierenproben, tatsächlich auch fantastisch. Okay, können wir uns angucken.
aber wozu ist noch unklar. Hier ist, ja, hier hat man es mit der Sauberkeit sehr, sehr ernst genommen. Okay, ein Operationstisch. So, lass mal gucken, was ist hier? Dr. John Reynolds, Medical Investigator. ID Reynolds, Access Level 4. Okay, aber mitnehmen kann ich die Karte nicht, ne? Mitnehmen kann ich sie nicht. Ha, ich hatte gehofft, dass ich sie da einsetzen kann, sieht aber nicht so aus. So, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Da. Kidney Sample. Nierenproben. 1, 2, 3, 4. Oh nee, das hängt zusammen mit, warte. Das hängt zusammen mit Nierenproben. Hier. 2, 3, 1, 1. Von links nach rechts. 2, 3, 1, 1. Lass mich das mal da eintragen. So. 2, 3, 1, 1. Yay! Wir haben eine Nierenprobe. Oh nee, rotes Reagenzglas. Das wird doch Niere sein. Keine Ahnung. Da unten ist noch irgendwas. Was haben wir hier? Es ist mir endlich gelungen, eine Gewebeprobe aus einer mit der Krankheit infizierten Niere zu isolieren. Ich bin überzeugt, dass die Fähigkeit, Gewebe nach ihrer Reaktionsgeschwindigkeit auf die Krankheit zu sortieren, der Schlüssel zur Lösung des Problems ist. Mhm. Okay. Ist das ein Grund, warum wir hier alleine sind? Warte mal, Exit. Exit. Wir müssen also da rein. Oh, hier könnte das sein. 1, 2, 3, 4. Ist das der Code irgendwo für ist? Warte mal, und wenn wir hier hingeguckt haben, dafür ist das der Code. Okay, so, also, lass mal gucken. Das hier ist, wir müssen das hochklappen, ne? Dann ist der Hangman der erste CH3. Hangman CH3. Hangman CH3. Hangman CH3. Yay! Okay. Was hat das zu bedeuten? Aber da kommen wir doch noch gar nicht ran. Halt, warte mal, hier liegt auch noch was. Nehme ich mit. Gelbes Reagenzglas. Jawohl, super. Aber da kommen wir doch nicht gar, noch gar nicht ran. Wieso ist das geöffnet? Guck mal, das sieht aus wie... Es ist immer dasselbe Molekül, ne? Ha. Hat sich die Tür denn jetzt auch geöffnet? Ne, die Tür ist noch verschlossen. Hm. Na schön, da drüben stehen noch Proben. Hier kamen wir nicht dran, ne? Ne, hier kommen wir nicht dran. Was ist hier? Da ist noch was. Ich habe Gewebeproben des Forschungsobjekts analysiert. Ich habe zwei Dinge entdeckt. Jedes Gewebe reagiert, indem es zu einer anderen Farbe wechselt. Und jedes von ihnen weist eine Reaktionszeit auf. Die sind die Reaktionszeiten. Die Nieren reagieren schneller als Lunge, die Lunge schneller als Herz, Magen langsamer als Gehirn. Oh meine Güte. Okay, ganz toll. Oh nein. Oh nein, ich ahne Schlimmes. Ja, Reaktion der Gewebeproben. Das sind die fünf Organe. Und hier können wir die dort... ja, okay. Jede Reagenz entspricht einem Organ. Okay, Sekunde. Ich rufe das eben auf, schreibe mir das ab und sortiere das mal eben. Augenblick, bin gleich wieder da. Nee, warte. Inventar, zurück, Tagebuch. Nein. Nein. Da. Okay, bin gleich wieder da. So, okay. Ich denke, ich hab's. Ich hoffe, ich hab's. Also, wenn ich richtig liege, minus plus, plus ist für schneller, ne? Ja, wahrscheinlich. Wenn ich richtig liege, müsste Herz zuerst kommen. Oh, warte. So, Herz. Dann die Lunge. Gelb, Lunge. Dann die Niere ist Kidneys.
Na, ist das richtig? Dann der Magen, Stomach, ist blau. Und dann das Gehirn, grün. Und? Yay! Okay. Was war das jetzt? ID. NSTRYLOE. Oh, warte, schreibe ich kurz ab. Das ist, ja. Moment, ich schreibe es eben ab. Okay, alles klar. Das sind die 8 Tastenfelder. Und wenn ihr mal schauen wollt, Reynolds heißt der Typ, ne? Da gucke ich vorsichtshalber nochmal nach. Warte. Reynolds hieß der, glaube ich, ne? Reynolds. Jawohl, so. Auch hier, da muss ich euch nicht mit dran halten. Ich notiere mir mal eben die Zahlen, bin gleich wieder da. So, okay, alles klar. Ja, wenn ich das Video zusammenschneide, merkt ihr wahrscheinlich die Pause gar nicht. Ja, weil ich bin ja immer in diesem Bildschirm geblieben. Ich habe mir die Zahlen notiert. Und zwar die Zahlen, die Buchstaben, die hier standen, verknüpft mit den Zahlen hier auf dem Touchpad und das halt eben als Reynolds nachgebildet. Moment, wenn das richtig ist, dann müsste also die Nummernfolge heißen 4, 8, 5, 1, 7, 6, 3, 2. Finally, Dr. Reynolds, ja, are you starting to remember, huh, John? Ich weiß nicht, das ist... sind wir denn Dr. Reynolds? Sind wir denn John? Keine Ahnung. So. Hier sind die Behälter. I, da blubbert noch was drin. Oh, ganz toll. Ganz super. Was haben wir hier? Das haben wir gesehen. Phase 2. Phase 2, was hat das zu bedeuten? Ach hier, das Rätsel war noch gar nicht für uns gedacht. Wir haben es trotzdem schon gelöst. Ja, okay, cool. So, okay, nee, das ist immer dieselbe Grafik, aber es sind unterschiedliche Moleküle oder was auch immer da drin. Ach, warte mal, das haben wir, warte. Tagebuch, das stand in einem Tagebucheintrag. Nee, der war es nicht. Der war's. P4, das muss ich auch mal eben abschreiben. Also C10, C4, O2, O3, P4 und dann N4, O2. Okay, so. Raus. Okay, also erstmal C10. Achso, ich muss da rangehen, ne? Warte, wie geht das? So geht das. C10. Dann C4, O2, O3, P4 und N4, O2. Okay, aber stand da auch, dass es dann rückwärts ablaufen würde. Dam, dam, dam. Aha, okay. Da ist was aufgegangen. Aber das war nicht hier. Hier ist noch gar nichts passiert, ne? Phase 2. Wieso sind wir jetzt in Phase 2? Phase 2. Ja, was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Sind wir infiziert? Ich weiß es nicht. So. Okay. Hier ist noch alles beim Alten. Hier ist noch alles beim Alten. So, ich laufe mal ein bisschen. Da sind wir hergekommen. Hier. Wir gehen also jetzt in den Break Room and Quarters. Quartiers, Quartiers. Heißt das so? Okay. Sehr nett. Naja, sehr nett. War offensichtlich eine kleine Mannschaft, ne? Guck mal, nur 3 Stühle. Und dann das hier. Liegt eine Banane rum. Ah. Andenken an die Heimat. Okay. Das Buch nehmen wir mit. Yay, neu im Inventar. Buch. Da geht es noch weiter. Ist nix. Ein Apfel. Okay. Hier haben wir was? Ein Schachbrett. Okay. Oh, warte mal, das
erinnerst du dich daran, mit ihr zu spielen, dass du mit ihr gespielt hast? Mit wem? Da sehe ich schon ein Rätsel. Was ist das da? Energieversorgung. Margaret. Margaret. Und da hinten 60257. 60257. Okay. Wie oft Milch? Pizza? 6025. Nee, es ist ein Vierercode. Okay. Wir müssen offensichtlich hier erzählen, wie oft die einzelnen Sachen hier im Raum verteilt sind. Oder? Ja, wahrscheinlich. Okay, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Runde. Macht es gut. Tschüss.